Die ewigen Gefährten Chaitanyas. Um das Wechselspiel der Chaitanya-Lila in ihren vielen Schichten von der Welt und durch alle Gottesreiche bis nach Goloka Vrindavan nicht misszuverstehen, muss man einigermaßen Bescheid wissen über das Wesen der Bhaktas, die auf vielen Bewusstseinsebenen durch ihr liebendes Dienen die Dramatik dieses Spiels steigern, so wie es die heimliche Spielleiterin der Lila, Gottes Yogamaya, in jedem Augenblicke will. Auch die großen ewigen Bhaktas enthalten in ihrem Wesen oftmals mehrere Gestalten, und das, was sich in der Lila der ewigen Gottesreiche gleichzeitig in verschiedenen Reichen vollzieht, muss sich in dem Spiele auf Erden, wo sich die Personen zu je einer Gestalt vereinigen, zuweilen in einem nacheinander abspielen. Derjenige der ewigen Gefährten, die schon in der zweiten Strophe des Chaitanya Charitamrita gepriesen wird, ist wie schon erwähnt Nityananda Balarama, der Krishna in vielerlei Gestalt dient und der das Reich Krishnas bereitet, wenn er zur Erde niedersteigt. Nityananda als der Balaram von Vraj ist ein übermütiger Knabe, doch etwas weniger unbedacht als Krishna selbst, den er ja als der ältere Bruder oft beaufsichtigen und behüten soll. In der Chaitanya-Lila werden diese Rollen von Humor manchmal vertauscht. Da muss Chaitanya den unbedachten Nityananda mäßigen uns zur Würde und Gelassenheit ermahnen. Zuweilen blickt Nityananda voll Ehrfurcht zu Krishna Chaitanya auf, dann ist er wieder der übermütige Freund, der sich nicht ein Quäntchen geringer dünkt als Krishna. Was kann er mir schon tun? Empört zerbricht er auf der Wanderung nach Puri Chaitanyas Stab, als dieser die ihn betreffende Lila des Sannyasi spielt. Als Chaitanya und Nityananda sich in der Lila auf Erden zum ersten Mal begegnen, da werden ebenfalls, wie das Chaitanya Bhagavata erzählt, die Rollen vertauscht. Nityananda Balaram, der in seiner Seinsform als Ananta Shesha Krishna als Ruhebett dient und ihn trägt, den nimmt Chaitanya im überströmenden Glück, den Bruder wiederzusehen, der in Prema Unmacht gesunken war, zum Staunen der Bhaktas auf seinen Schoß. Alle Aspekte Balaram Shankarshanas treten in der Lila Nityanandas zutage. Er ist der Maha Shankarshana Narayana von Vaikuntha, der seinen gelegentlichen Blick der Sphäre der Maya zuwendet und nun als erster Mahavishnu durch diesen Blick, der göttlicher Willen ist, die neue Schöpfung in Gang setzt. Im fünften Kapitel des ersten Teils des Chaitanya Charitamrita werden alle diese Aspekte Nityananda Balarams in machtvollen Strophen gepriesen. Nityananda Balaram ist auch der zweite Mahavishnu, der als Paramatma, als ewiger Grund in alle Welten eingegangen ist. Er ist Vishnu, der innere Lenker in jedem Wesen. Er ist Shesha, der alle Welten der Maya auf einem seiner tausend Häupter trägt, wie ein Sesamkorn, das er gar nicht spürt. Nityananda Balaram hat auch viele Züge der Yogamaya, die er gemäß den Biografien mehrfach in den Spielen darstellt. Wenn von Chaitanya und seinen Bhaktas ein Stück aus der Krishna-Lila gespielt wird, in den ergötzlichen, tiefsinnigen Streitgesprächen, die Nityananda oftmals mit Advaita Acharya hat, wird manches von Nityanandas vielschichtigem Wesen sichtbar. Advaita Acharya. Advaita Acharya ist Mahavishnu Param Atma in allen dessen Aspekten,
vereinigt mit dem Wesen Sada Shivas. Nebst allen anderen Aspekten und Teilaspekten Shivas. Viele Male betont Chaitanya, dass Advaita ihn durch sein mächtiges Flehen zur Erde herabrief und seine Lila als Avatara veranlasste. Mit Hinblick darauf, dass alle Avataras von Mahavishnu ausgehen, ist Advaita dem Chaitanya übergeordnet. Mit Hinblick darauf, dass Chaitanya als Bhagavan Krishna der Urgrund Mahavishnus darstellt, ist Chaitanya dem Advaita übergeordnet. Jeder der beiden sehen sich, den anderen als seinen Herrn zu verehren und ihm als Bhakta zu dienen. Daraus ergibt sich ein dramatisches Spiel, das für Advaita zuweilen tragisches Ausmaß annimmt. Er zieht sich aus Navadvipa, der Vaterstadt Chaitanyas, nach seinem Heimatort Shantipura zurück. Um Chaitanya zu nötigen, sich als sein Herr zu erweisen, lässt er einen seiner Seinsweisen hervortreten, die an Shankara Acharyas Wesen gemahnt. Advaita, der große Bhakta Krishnas, setzt die Bhakti herab und verkündet den Vorgang des Gyan im Sinn Shankara Acharyas. Dieser ist nach puranischen Aussagen ein Avatara von Shiva, der den Auftrag Gottes ausführt, die Geheimnisse der Bhakti vor Unbefugten zu verhüllen. Advaita erreicht sein Ziel. Chaitanya eilt von Nityananda begleitet herbei und als Advaita voll Spielfreude darauf besteht, dass Gyan größer sei als Bhakti, prügelt ihn Chaitanya zu Advaitas Beglückung und erweist sich als der allmächtige Gott. Nach dieser Szene voll tiefsinnigem, derbem Humor, mit einer Vertraulichkeit der innergöttlichen Beziehungen, die für abendländische Religion anstößig wirkt, weist das Chaitanya Bhagavata ein seltsames Bild. Im Gottesraum des Hauses von Advaita, da, wo die Bildgestalt Krishnas verehrt wird, liegt Chaitanya. Im Bewusstsein, ein Bhakta zu sein, ausgestreckt auf dem Boden und berührt anbetend die Füße Krishnas. Advaita liegt ebenfalls auf dem Boden, Chaitanyas Füße berührend. Hinter ihm auf dem Boden liegt Haridas und berührt ehrfürchtig Advaitas Füße. Nach dem äußeren religiös-sozialen Gesetz ist er ein Ausgestoßener, doch ein großer Bhakta und in anderer Lila Brahma der Weltenbildner, der ein Teilaspekt Mahavishnu Advaitas ist. Nityananda Balaram steht daneben und lacht. Der Autor des Chaitanya Bhagavata spricht von einer Dharma-Brücke, die ein wenig von der unendlichen Abstufung des Absoluten sichtbar werden lässt. Navadvipa, der Geburtsort Chaitanyas, gilt als das Reich Shvetadvip, eine der Seinsweisen von Goloka Vrindavana, Brahmas einstiger sehnsüchtiger Wunsch, in Zukunft einmal Zutritt zu diesem Reiche zu finden, ist erfüllt worden. Er ist als Haridas, obwohl er sich ganz unwürdig fühlt, in der Chaitanya-Lila der Meister des Gottesnamens. Die beiden Gottesaspekte, zu denen er aufblickt und aus denen er entsprossen ist, Nityananda Balarama und Advaita Mahavishnu, sind Gurus, deren Schüler zwei Zweige der Traditionsfolge weiterführen. Der zentrale Guru der mehrfach verzweigten Traditionsfolge jedoch ist Chaitanya noch viel inniger verbunden. Er ist sein Jugendfreund Gadadhara, der die volle Chit-Shakti Bhagavans zu manifestieren vermag. Wenn Chaitanya sein Wesen als Krishna zum Ausdruck bringt,
ist Gadatara die Radha. Wenn Chaitanya sich selbst als Radha weiß, manifestiert sich Gadatara als Radhas Teilentfaltung und Freundin Lalita. In den zeitgenössischen Biografien tritt noch das Wesen einer Unmenge von anderen Mitspielern Chaitanyas zutage. Vergleiche den Textteil. Einige sind bekannte historische Persönlichkeiten, so zum Beispiel Pratapa Rudra, der mächtige König von Orissa. Es gehörte zu den Amtspflichten der Herrscher des großen Reiches, am Beginn des Wagenfestes vor dem Zuge der Wagen mit goldenen Besen die Straße zu fegen. Doch Pratapa Rudra tut das als ein Bhakta. Im Tempel Jagannaths in Puri befindet sich noch die von ihm lange vor der Begegnung mit Chaitanya errichtete erzene Tafel mit der Inschrift, dass in der Tanzhalle des Tempels von den Tempeltänzerinnen, den Devadasis, einzig die Lieder aus dem Gita Govindam von Radhas und Krishnas Spiel vor Jagannath gesungen und getanzt werden dürfen. Es ist ein eigenes, vielstufiges Drama innerhalb der Chaitanya-Lieder, wie der König, der aus Gram, dem Selbstmord nahe ist, in immer mehr sich steigernder Bhakti schließlich doch die Gnade Chaitanyas erlangt. Bekannte Persönlichkeiten sind auch der Philosoph Sarvabhauma, ein Anhänger Shankara Acharyas, der als Ratgeber des Königs und oberster Priester des Tempels von Puri wirkte. Ebenso Prakash Ananda, der Führer der Sannyasis von Benares. Auch der mohammedanische König von Bengalen, Hussein Shah, und dessen beide Minister, die ihr hohes Amt wegwarfen, um als Bettelmönche Chaitanya zu folgen, und denen er die neun Namen Rupa und Sanatana gab. Auch der Feldherr und Vizekönig Rai Ram Ananda, der die Südgrenze von Orissa schirmte und das Krishna-Drama Jagannath Vallabha schrieb, ist wohl bekannt. Im Chaitanya Charitamrita und in der Gaura Ganodesha Dipika wird berichtet, dass drei Seinsformen in der Gestalt Rai Ramanandas vereinigt sind. Erstens das Wesen des Helden Arjuna aus der Bhagavad Gita. Zweitens das Wesen eines vertrauten Freundes von Krishna in der Lila von Vraj. Drittens das Wesen einer geliebten Freundin Radhas. Aus diesen aus der indischen Geschichte und Literaturgeschichte bekannten Persönlichkeiten treten eine große Menge anderer, klar profilierter Gestalten hervor. Der Arzt Murari Gupta, den Chaitanya den Arzt der Weltkrankheit, Gott Abgewandtheit, nannte, und Haridas, der Weltenbildner Brahma aus der Krishna-Lila, wurde schon erwähnt. Dazu kommen der hervorragendste Bhakta außerhalb des Kreises von Vrindavan, Srivasa, er ist Narada, der bettelarme Bananenverkäufer Shridhar, die Mutter Chaitanyas Sachi, die das Wesen Yashodas und Devakis und aller Muttergestalten der Avataras in sich vereinigt, der Vater Jagannath Mishra, der das Wesen Nandas und Vasudevas und aller Vatergestalten der Avatares in sich birgt. Dann der Bhakta Vasudeva Datta, der den Chaitanya bittet, die Sünden aller Wesen auf sich nehmen zu dürfen und statt ihrer in die Hölle zu gehen. Er ist in anderer Lila der Knabe Prahlad. Dann die beiden Straßenräuber Jagai und Madai. Diese waren in drei Lilas Widersacher Gottes in dessen Spiel gewesen. Zuerst waren sie die großen Asuras Hiranyakashipu aus der Lila
Narasimhas und Hiranyaksha aus der Lila des Avatara Varaha. Und dann waren sie Ravana und dessen Bruder aus der Lila Ramas. Und dann in einer dritten Lila Gegenspieler Krishnas. Nun aber schenkt ihnen Krishna Chaitanya auf Wunsch Nityanandas volle Gnade. Er schenkt ihnen Prema Bhakti und tafelt mit ihnen und singt und tanzt mit ihnen im Kirtan. Noch heute werden in Bengalen Volkslieder gesungen, wie die beiden Übeltäter durch Chaitanya zu großen Heiligen wurden. Krishna Chaitanya ist kein sozialer Reformer, wie man in modernen Büchern liest. Wenn er Bewusstsein der Welt hat, da billigt er es, dass seine Gefährten die Regeln der Kaste und so weiter streng achten. Aber im persönlichen Umgang mit seinen Bhaktas kümmert er sich nicht um das zeitbeschränkte religiös-soziale Gesetz der Welt. Er trinkt aus dem eisernen Wassergefäß eines Shudra. Er ist Gast eines Pseudo-Sanyasi, der mit einer jungen Frau zusammenlebt, und er umarmt Sanatana, dessen Leib von Aussatz und Eiter bedeckt ist. Chaitanya als Yuga-Avatara. In seinem Spiel übernimmt Chaitanya nebenbei auch das Amt des Yuga-Avatara in dem betreffenden Kali-Yuga. Eine Aufgabe, die in anderen Weltaltern ein Rishi vollbringt. Aber wie bei allem, was er tut, als arroganter Gelehrter, als Hausvater und so weiter, wirkt Chaitanya auch als Weltenlehrer über alles Maß mit der vollen Kraft Bhagavans. Er lehrt nicht bloß Kirtana, das Singen des Gottesnamens und so weiter, die für das finstere Zeitalter geeignete Form der Religion, den Würdigen und den Unwürdigen, schenkt er höchste Prema Bhakti, was kein Yuga-Avatara vermag. Auch Krishna hat in seiner Lila im Königsland nebenbei das Amt des Yuga-Avatara übernommen und vielerlei Yoga-Wege gelehrt, um am Ende zu zeigen, dass all die herrlichen Ziele, zu denen sie hinführen, sogar die 8 großen Yogamächte und selbst das Glück der Befreiung des Atma nichts sind, verglichen mit dem Glück des nichts als Gottes Freude begehrenden Gottdienens. Auch Krishna schenkte Prema, aber nur den Würdigen. Zu den großen Leistungen Chaitanyas als Weltenlehrer gehört vor allem eine der Schauung aller Shastras vereinigende Darstellung der unendlichen, gradweisen Abstufungen des Absoluten im ewigen Entfaltungsspiele Gottes in Gestalt zahlloser Avataras und so weiter. Jedoch ist dieses Lehren nie Selbstzweck des Wissens halber, sondern Hören und Schauen des ewigen Spiels soll dem Jünger zu noch besserem, noch klarerem Dienen in erkennender Liebe verhelfen, jeweils in jener Spielart, die der ewigen Natur seines Wesens entspricht. Andere Yoga-Wege als ungemischte Prema Bhakti lehrt Chaitanya nicht. In seiner ausschließlichen Konzentration auf Prema dünkt ihn aller anderer Yoga, alle andere Erkenntnis des Absoluten, eine Trübung und Verwirrung zu sein. Im Chandrodayam 1 bezeichnet er den Weg, der bloß zur Erkenntnis des Paramatma und zur Einswerdung mit ihm führt, als nach Knoblauch riechend. Einen großen Raum in Chaitanyas Wirken als Yuga-Avatara nimmt die Auseinandersetzung mit Shankaracharya und dessen Advaita-Lehre ein. Shankaracharya lehrt eine Form des Gyan seiner eigenen Prägung. Hierdurch wird die Ewigkeit der Gestalt Gottes und der Chit-Shakti Gottes und der Bhakti verneint und die Axt an den Baum der ewigen Lila gelegt.
Wiederholt heißt es, dass Chaitanya alle, bis zu den Kastenlosen, ja bis zu Bäumen und Tieren erlöste und ihnen Prema Bhakti schenkte. Nur diejenigen, die voll Stolz auf ihr Wissen, die Ewigkeit der Gestalt Gottes und die Ewigkeit der Bhakti leugneten, die sollten ausgeschlossen bleiben. Bis Chaitanya, um das Leid seiner Bhaktas zu lindern, in einer großen Szene in Benares auch den Sannyasis der Shankara-Schule seine Gnade schenkte. Wie manche Zeitgenossen, die von der Kraft der dienenden, erkennenden Liebe erfüllt waren, auf Chaitanya in seiner Lila in Puri hinsahen, weisen die folgenden Strophen seines Gefährten Prabodhananda Saraswati. Möge euch Hari schützen und erhalten, Hari in Gestalt Gauras, des Goldenen, der die Augen derer erfreut, die als Pilger kommen und gehen, um Jagannath, der er selbst ist, zu sehen, dessen Antlitz von Tränen überströmt ist, der seinen eigenen Namen Hari Krishna murmelt. Fußnote 319. Vokativ von Hara, Krishna, ist gleich O Radha, O Krishna. Chaitanya trinkt, Gott dienend, den Nektar seines eigenen Namens. So sagt Sanatan Goswami in dem von ihm selbst geschriebenen Kommentar zu seinem Werk Priyat Bhagavat Amritam, der seine eigenen Namen Hari Krishna murmelt, der das Heil der Welt bedeutet und der dabei mit von der Gewalt des Prema zitternder Hand am Faden die Knoten bindet, um die Zahl der Namen festzuhalten, wenn die Perlen des Tulasi-Kranzes durch seine Finger gleiten, in Klammer 16, der das leuchtende reiche Vrindavan am Ufer der Yamuna verließ und nach Puri zum Garten am Ufer des Salzmeeres gekommen ist, der das rote Gewand des Sannyasi trägt und das goldene Gewand Krishnas fahren ließ, der Hari Krishna, der seinen eigenen Leibesglanz unsichtbar machte und den goldenen Schein Radhas offenbart hat. Dieser Hari ist mein Ziel, mein Alles. In Klammer 79. Mit Sri Gaurachandra, dem goldenen Mond, der göttlichen Fülle, dem Ishvara, des Rasa, des Prema, der sich auf Erden offenbar machte, wurden alle Wesen von Vraj sogar offenbar. Die Gopas, die Gopis und alle anderen, und sie alle kamen, Shankara, Shiva, Narada, ja selbst Shri, Lakshmi und der göttliche Balaram und die Vrishnis. Fußnote 320. Vrishnis, Krishnas Stammengenossen aus der Lila von Dwaraka, zum Beispiel Arjuna. Hari ist in Goldgestalt, Gaura, in die Welt hinabgestiegen, um dieses Wesentlichste zu verkünden. Prema ist das ausschließliche Gefäß zum Erleben des Helden in den Liebesspielen mit Radha. Dieses Wesentlichste, auf welches das Bhagavatam im höchsten abzielt, ist bei der Beschreibung der Rasa-Lila von Sri Shukadeva im Bhagavatam nur angedeutet worden. Denn es ist schwer erfassbar und kaum mitteilbar. In Klammer 122. Wer hätte wohl von dem unerhörten Lebensziel gehört, das Prema heißt? Wer wusste schon von der Größe des Namens? Wer hatte Zugang zu den großen Lieblichkeiten des Waldes von Vrindavan? Und wer wusste vom Gipfel der erstaunlichen Lieblichkeit des höchsten Rasa von Radha? Einzig und allein Chaitanya Chandra hat das alles aus größter Gnade offenbart. Das Erstaunliche,
Da tanzt am Ufer des salzigen Meers das höchste Brahman selbst und offenbart eine Gestalt, welche die Welt verzaubert. Die Menge des Glanzes vom Gold seines Leibs, der aufgewühlt ist von den Wellen des Nektar-Ozeans der Fülle des Brahma, verhüllt das ganze Weltall. Es ist jenes höchste Brahman, das Parabrahman, das Shiva, Brahma, Vyasa und andere preisen, und das alle, die Shrutis, kaum zu erkennen vermögen. In Klammer 131. Chaitanya Chandramritam.